Margret Merz ist eine sehr solide, sehr aufgeräumte Frau. In den 40ern hat einen erwachsenen, mittlerweile schon erwachsenen Sohn, der auch schon studiert. Ja, sie ist Zahnärztin, betreibt die Praxis mit ihrem Mann. Ja, ein Erfolg auf ganzer Linie. Alle waren begeistert von unserer neuen Praxis. Ja, nur schade, dass es unser Herr Sohn nicht für nötig gehalten hat, mal hier aufzutauchen. Immerhin sollte mal seine Praxis werden. Hatte auch mal so eine andere Seite in ihrem, also oder eine andere Zeit in ihrem Leben. Sie ist als junge Ärztin, da war sie glaube ich noch gar nicht so ganz fertig mit dem Studium, bei Ärzte ohne Grenzen in Afrika gewesen, hat da viele Impressionen so gesammelt. Aber hier in Lüneburg spielt das alles nicht mehr so eine wesentliche Rolle, bis auf, dass sie auch heute sich noch für Afrika engagiert und so Projekte dort ankurbelt. Was machst du denn da? Den Keller aufräumen. Aha. Ich wollte eigentlich bloß die alten Akten sichten, was in den Reißwurf kann. Und hab das alles hier gefunden. Was ist das? Ja, haufenweise alter Kram. Noch aus deinem Studium anscheinend. Aha. Ich würde es gern wegbringen. Margret ist in der Regel sehr ruhig, eben so aufgeräumt. Und ich bin eher so ein flieriger Typ. Auch schneller, als Margret eigentlich ist. Auch jetzt, wenn ich hier so spreche, bin ich ziemlich aufgeräumt, weil ich mich irgendwie so seit Tagen immer in der Margret befinde. Deswegen, eigentlich bin ich so immer im Tempo unterwegs und rede schneller, als ich denke. Das mag Margret eigentlich nie. Aber genau die Mischung ist es, dass ich manchmal so ein bisschen Solveig mit reinbringe und ansonsten die Figur so gestalte, dass sie sehr aufgeräumt ist und sehr überlegt ist. So wie ihr ganzes Leben irgendwie auch sehr strukturiert ist, überlegt ist, besonnen. Das ist das große Glück, dass man mal was anderes spielen kann als sich selbst immer. Weil das ist für uns ziemlich schwierig als Schauspieler, wenn wir uns selber spielen müssen. Da fällt einem auch gar nicht so viel ein, wenn man auf sich selbst so einen schlechten Blick hat. Aber jemanden zu spielen, der anders ist, da so reinzuschlüpfen, es ist meist, das sagen viele meiner Kollegen oder auch die, das sich dann anschauen, wesentlich interessanter für den Zuschauer, als immer so das sein Spiegel zu spielen. In der Küche sind noch die Reste vom Buffet. Komm. Gerne. Und wenn ihr die Reste loswerden wollt, meine WG freut sich sicher. Ich glaube, wenn man Margret fragen würde, ob sie glücklich ist, dann ist sie das. Sie hat all das erreicht, was sie erreichen wollte. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das so bleibt.